Yo, YouTube, was geht ab? Haben wir wieder am Start, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen GTA 5 RP Folge. Leute, ich chill, wie ihr sehen könnt, gerade hier in der Wüste und denk mir, da fehlt doch irgendwas. Es fehlt einfach irgendwas in letzter Zeit. Und wisst ihr, was es ist? Genau, wir waren doch früher mal in der Wüste, haben unseren Ehrenbruder Lofty besucht. Ich habe ihn das letzte Mal beim Pokémon Boxbreak Event gesehen, aber Los Santos gar nicht mehr. Was ist passiert hier? Leute, wir müssen erstmal sagen, wir müssen seine Bar abchecken, weil, wo ist der Typ hin? Ich vermisse den Jungen. Ne? Ja, der war ein bisschen aggressiver drauf, wie der Lofty in Los Santos. Ja, gut, auf die Kacke gehauen, sagt man so schön. Aber auf den hört man gar nichts mehr. Aber seine Bar ist so richtig um die Ecke, Leute. Deswegen, da schauen wir jetzt mal vorbei. Ich werde einfach mal reingehen. Ich packe meinen Benzer einfach hier hoch. Warum laufen die Leute alle so? Vielleicht. Okay, Autos hier keins geparkt. Da kamen Leute entgegengelaufen. Bin ich mal gespannt. Hey, Kleiner, nicht so stürmisch. Du weißt schon, dass das eine Bar für Männer ist und nicht für Leute wie dich, wie mich, Bubi aussehen. Ey, Leute, hat er wieder mal einen Angestellten? Kannst du bitte meine Bar verlassen, sonst gibt's Ärger hier. Was, deine Bar? Die Bar gehört Lofty. Wo ist der Chef? Komm, du Flachpfeife. Diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Du weißt schon, dass Lofty hier nicht mehr arbeitet, oder? Was? Lofty arbeitet hier nicht mehr. Das ist Loftys Bar hier. Wo ist der? Ey, bleib schön hinterm Tresen, Kleiner. Sonst gibt's Lofty einen auf die Rübe. Was erzählst du? Lofty ist schon lange nicht mehr hier. Lofty hat die Stadt verlassen. Wohin? Und die Bar gehört mir. Wohin? Tja, das kann ich dir leider nicht sagen. Ey, die Bar nimmt hier keiner Lofty weg. Haben wir uns verstanden hier? Ey, Freundchen, hier? Komm mit nach draußen. Nicht du hier in meiner draußen? Bar. Dann komm, dann lass komm. Uns nach draußen dann gehen. Komm. Leute, der kriegt ja, erstmal Pauf. Er kriegt Pauf die Mütze, Leute. Versprochen, Alter. Jetzt geht's hier. Leute. Moment mal. Eine Frage habe ich noch. Was? Du bist 18, oder? 18 plus, weil ich will doch keine Kinder verhauen. Dafür kriegst du erstmal jetzt eine hier. Das war schon alles. Dann kriegst du nochmal. Oh, war so schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber. Bam. Oh, mein Knie. Und dann noch immer. Fuck. Ach, steh auf. Eine Chance gebe ich dir noch. Gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt spür meine wahre Kraft. Wie deine wahre? Leute. Oh, das hat weh. Lass dich hier nicht mehr blicken, okay, Kleiner? Warte ab, das ist noch lange nicht vorbei, ja, du Schreckschraube. Leute. Ihr könnt es nicht wieder anlegen, Leute. Der ist ein Rocker. Der hat doch schon mal viel Kampferfahrung. Wie können wir das schaffen? Ich hab eine Idee, Leute. Leute. Ich weiß, es klingt crazy, aber ihr müsst mir dabei helfen. Ich mache meinen eigenen Rockerclub auf und werde selber zum Rocker, damit ich den Typen hier raushauen kann und für die Bar für Lofty kaufen kann. Wenn er wieder zurückkommt, kann ich ihm das schenken. Wenn ihr drauf Bock habt, Leute, lasst ein Like da, abonniert den Channel, Glocke aktivieren. Und ich würde mal sagen, wir gucken so ein bisschen um, Leute. Hier läuft doch immer so eine alte Verstecke hier. Vielleicht finden wir irgendwas. Okay, Leute, wir müssen das hier erstmal hier. Bam! Zur Seite fahren, das läuft ihm immer Laub. Oha, Leute. Ist ja voll das dicke. Oha! Leute, guckt doch das mal an, das ist ein Motorrad. Aber das hat irgendwie. Das ist voll verrostet, Leute. Guckt mal hier, Alter. Der zeigt ja kaum was an. Selbst die Tacho-Eule, die Geschwindigkeitsanzeige, genau da. Ist ja schon voll zerbrochen. Ach du heilige Leute, die ganzen Reifen. Ich glaube, das kann ich mal als Max mehr retten. Ob das Ding noch fährt? Ich weiß es nicht. Aber egal, Leute. Wir gucken erstmal nach Loftys Geheimversteck. Ich hatte hier noch ein paar Waffen. Das wird uns ganz gut helfen, wenn wir Rocker werden wollen. Weil ich sag euch so, wie es ist. Wir können nicht alles immer mit den Fäusten klären. Oh, ich habe was gefunden. Oha, Leute. Eine Pistole. Geil. Jetzt müssen wir nur noch tanken. Das Motorrad hier tanken, dann können wir damit schon losfahren, Leute. Let's go. Das war ein bisschen Tank hier, so ein Kanister. Oh, wir haben hier einen, Leute. Jetzt müssen wir das hier nur ganz befüllen. So, nochmal hier da rein. So, schwuppdiwupp, rein da. Und jetzt heißt es aufsteigen. Leute, es funktioniert. Oh, gib Gas. Oh, Leute, ja. Oh mein Gott, wir haben unser erstes eigenes funktionierendes Motorrad. Wie cool ist das denn? Oh, Leute. Freedom, Lost Sweet Home, Alabama. Aha. Oh, Leute, guck mal, jetzt können wir einfach hier rumcruisen mit dem Motorrad. Ey, das sieht cool aus, oder, Leute? Schreibt mal in die Kommentare rein. Sieht das nice aus oder sieht das nice aus, hä? Ihr könnt wählen zwischen den beiden. Aber irgendwas fehlt, Leute, irgendwas fehlt. Das ist wie Fleisch und Salz. Ganz genau, Leute. Wir brauchen die richtigen Klamotten dazu. Die Klamotten sind cool, versteht mich nicht falsch, aber wir brauchen irgendwas, was zu unserem Image, unserem neuen Image passt. Deswegen, oh Leute, wir können aber nicht zu irgendeinem Klamottenladen, wo ich sonst mal hingehe. Vielleicht gibt es irgendwo so ein verranztes Klamottenladen mit einer coolen Lederjacke, noch vielleicht coole Jeans, ein paar Sneakers. Wir werden uns ein bisschen der Stadt umgucken, Leute, und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go! Leute, okay, ich glaube, wir sind hier angekommen. Hier links soll ein Klamottenladen sein, hat mir jemand gesagt. Oh, da ist es, ein Binko. Ein Binko, Leute. Hier sind gute Klamotten. Am Start genau das, was ich brauche. Packen wir hier, weil wir Motorrad haben. Was gab, Püppchen? Ich werde mal mich. Ach du Heilige, okay, die sieht ein bisschen durch aus. So, ganz kurz, Leute, ich will jetzt hier Rocker, ich muss auch dementsprechend wählen. Ey, Alter, verzieh dich mal. Ich suche hier aus. So, das holen wir mit.
Besser ist, verzieh dich! So, ein ganz einfaches Ding, Leute. So, hier die Hose. Dann holen wir noch eine Hose mit, eine blaue. Schuhe. Und Leute, ich würde mal sagen, wir gehen uns jetzt umziehen. Wir sehen uns gleich wieder. Tada! Leute, guck mal, wie krass ich aussehe. Guck mal, wie fresh. Ja, komm, wir gucken uns mal an hier, Leute. Guck mal an, voll die geile Lederjacke, Leute. Schön breite Jeans, weiße Sneakers. Leute, ich würde echt sagen, wir sind ready. Wir sind ready. Wir sind ready. So, gehen wir hier zur Seite. Ey, lass das! Wie so, was wir hier? Kriegst du mal. Pa, hier. Wie redest du? Was für, wie siehst du aus? Meine Leute, hier keinen Respekt mehr vor mir oder was, hä? Ich sehe cool aus. Ich sehe fresh aus. Ja, lauft mal lieber alle. So. Oh, da hinten sind zwei Chicas, Leute. Nee, da hinten ist eine Chica alleine. Oh, Leute, das ist jetzt meine Chance. Vielleicht will die ja mit mir ein bisschen chillen oder so. Wir gehen jetzt einfach mal hin, Digga. Ansonsten, wenn die ablehnen, dann geht's mal auf die Schnauze hier. Hallo, Püppchen. Ja, hallo. Na, hast du Bock, mit mir mal Motorrad fahren zu gehen? Mit dir? Ja, ich bin mit Rocker. Mit dir bin ich, Bubi. Was hast du gerade gesagt? Ey, du Alter, hier erstmal. Bam, Rückhand. So. Ey, Leute, das muss ich doof anmachen, Leute. Wenn das jemand sieht und ich nichts mache, dann denken die alle, ich wäre ein Weichei, ein Milchbubi. Das kann ich auch irgendwie so sitzen lassen. Ey, Leute, jetzt erstmal hier schon ein bisschen testen, Alter. Let's go, let's go, let's go. Winnie ziehen. Okay, Leute, komm, Kickdown. Ey, die Karre fährt ja kaum. Wie langsam ist die? Ey, wir brauchen unbedingt ein neues Motorrad. Ey, pass auf. Wow, wow, wow. Okay, als Motorradfahrer muss man echt aufpassen, ey. Wenn man einen Unfall hat, dann ist man selber kaputt, ey. Egal, wer Schuld hatte. Auf jeden Fall, Leute, wir brauchen ein anderes Motorrad. Wir können mit der Schreckschraube hier, mit der Kiste können wir nicht rumfahren. Das bringt nichts, Leute. Er nimmt uns doch gar keiner ernst. Wird uns ernst nehmen. Ich nehme mich ja selbst ernst nehmen mit der Kiste hier. Also würde ich mal sagen, wo gibt es denn hier was? Motorradladen? Nein, Leute, ich habe kein Geld mehr dafür. Ich habe eine Idee. Es gibt doch den Lost MC. Und der Lost MC hat doch übelst viele Motorräder. Und wenn wir es schaffen, da einen zu klauen, machen wir automatisch noch einen Namen für uns, weil wir uns mit Lost MC anlegen. Ist ein neuer Rockerclub, Leute. Wir müssen uns früher oder später eh mit ihnen anlegen, weil nur wir werden Los Santos hier übernehmen in der Rocker-Szene. Also würde ich mal sagen, Leute, wir drehen hier erstmal um. Schön, hier eine 180 und ab zu den Lost MCs. Let's go! Okay, Leute, hier ist das Lager von den Lost MCs. Wow, 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 wow. Oh, da sind ein paar Motorräder geparkt. Das heißt, die sind zu Hause. Deswegen, Leute, ich muss mich hier am besten verstecken. Machen wir das Red Bike erstmal hier hin. So. Wir gehen da hier hin. Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie. Wir müssen hier hoch. Hoppala. Oh, da hinten steht einer. Leute. Wir müssen uns da irgendwie anschleichen gehen und den da von hinten überwältigen. Oh, wartet mal. Hä? Leute, wir sind Rocker. Wir schleichen sich von hinten an. Wir gehen auf Konfrontation. Jetzt gibt es erstmal ein paar auf die Schnauze, Alter, von dem Typen hier. Hey, du! Was willst du, Flachpfeife? Verzieh dich oder es geht paar auf die Schnauze. Paar auf die Schnauze, sagst du? Paar auf die Schnauze? Ich hab den easy ausgenockt, Alter. One hit, Alter. Weg mit dem. Ich muss noch ein bisschen die Motorräder hier an. Oha, wie geil sehen die denn aus, Alter? Die sehen ja richtig nice aus, Leute. Oh, der hat auch was, Leute. Diese Taschen sind geil. Boah, der brennt hier aber. Oh nein, da steht Lost MC drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, Leute, das Grüne hier sieht auch nicht schlecht aus. Da hinten kommt einer. Was hast du mit Dennis gemacht? Messer. Er hat Messer. Ich will mein Messer, den ich dir in die Kehle reinstecke. Oha, Leute. Ich habe den gerade einfach abgeknallt. Was ist denn für... warte mal. Oh, hier sind alle. Hier sind alle. Hier beraten die sich, Leute. Der Tisch ist gerade zusammen ansitzen. Wir müssen Motorrad jetzt besorgen, Leute. Sonst können wir nicht viel machen hier. Krieg lohnt sich noch nicht. Oh, da ist einer. Detlef, ich werde dich niemals vergessen. Hey! Hey! So, mein Freund. Du bist also derjenige, der hinter dieser ganzen Scheiße steckt, oder was? Ja, was hat dir Detlef angetan? Warum musst du ihn umbringen? Hey, ich hab den schon Ellbogen gegeben. Wenn du Glück hast, lebt er sogar noch. Aber weiß schon, dass du dich mit den falschen Leuten anlegst, oder? Mit den falschen? Mit den falschen, mit sagst den du? Mit den falschen. So, guck die Wand an. Guck die Wand an. Oder ich knall dich ab. Okay, aber nicht schießen. Ich knall dich ab, wenn es sein muss. Ey! Du weißt, wir sind die Lost MCs. So, hab ich gesagt, sollst du die Wand angucken oder sollst du mich angucken, hä? Okay, ich guck schon die Wand an. Ich hab Angst, die Wand anzugucken. Ich weiß ja nicht, was du hinter mir machst. So, jetzt kannst du gucken, mein Freund. Kann ich mich wieder umdrehen? Jetzt kannst du gucken, ganz genau. Okay, sehr gut. Aber was machst du da mit unseren Motorrädern? Pass auf, mein Freund. Das Motorrad gehört jetzt mir. Haben wir uns verstanden? Ey, das gehört unserem Boss. Eurem Boss? Weißt du was? Es gibt einen neuen Motorradclub hier. Bleib stehen. Nichts da. Weg. Auf Wiedersehen. Bam. Leute, die haben wir komplett hops genommen. Alter, schau das Motorrad an. Das ist sogar vom Boss. Das ist vom Boss höchstpersönlich. Das heißt, ich bin jetzt der neue Boss und hab ein Boss-Motorrad, Leute. Ihr müsst das mal unbedingt raten, aber das reicht mir noch nicht, Leute. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen was Besseres haben. Ich will ja nicht nur einfach so ein Ding haben, sondern ich muss unbedingt auf Tune gehen, Leute. Neue Farbe, das passt irgendwie nicht. Noch nicht. Vielleicht müssen wir einfach Max seine Werkstatt. Da fahren wir einfach runter.
Wow, 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 wow. Okay, also Motorradfahren muss ich noch ein bisschen üben. Ey, was hupst du? Mein Gott. Klettert jetzt hier. Hier können wir gut einen Wheelie ziehen. Let's go! Wheelie! Wow! Oh, wie geil ist das denn, Leute? Das Motorrad fett. Das fetzt, Leute. Schreibt mir in die Kommentare rein. Feiert das Motorrad? Würde ich ein anderes holen? Und ich bin echt gespannt, Leute. Ey, das ist so geil hier, ey. Ich sag, ich fühle mich richtig. Hier spricht das alles für die einmal rechts ranfahren. Oh nein, oh nein. Meinen die vielleicht mich? Ey, Leute, ich bin Rocker. Ja, klar, dass die Polizei auf mich los will. Ist klar. Ist klar. Egal, wisst ihr was? Komm, wir bleiben einfach stehen. Ja, da ist er doch. Mach ich die Waffe weg. Okay, was los, mein Freund? Dreimal dürfen Sie raten, warum ich Sie angehalten habe. Oh. Vielleicht, weil ich so gut aussehe und Sie so hässlich? Nö. Einen zweiten Grund kann ich Ihnen auch nennen. Oh, nicht wegen Ihrem ekligen Gestank. Hey, Leute, hören Sie das schon? Was wollen Sie hier? Verziehen Sie sich, fahr jetzt weiter. Naja, ich sag mal so, Sie sind verhaftet, weil Sie viel zu schnell gefahren sind. Verhaftet, sagen Sie? Ja, verhaftet. Soll ich das sagen? Bei mir ins Auto. Oh, Leute, okay, ich muss weg, ich muss hier weg. Nein. Friss das, mein Freund! Ergeben Sie sich! Oder Sie sind für immer verhaftet! Wow! Ey, Leute, kein Wunder, dass das Boss-Bike ist. Guck mal, was ich hier gefunden habe für eine Waffe, eine MP! Friss das, Kollege! Wow! Auf gar keinen Fall! Oh, Leute, okay, die meint's ernst, Leute, jetzt müssen wir einen Kickdown geben hier! Oh, Wicke! Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Weil das einfach, weil ich einfach Motorrad habe und da easy noch zwischenfahren konnte. Wow! Oh Leute, ein bisschen aufhalten. Oh, ich muss ja aufpassen. Er hat einen Unfall gebaut. Wow! An alle Einheiten, laut Recherche haben wir herausgefunden, dass es ein Biker ist. Ich wiederhole, es ist ein Biker. Bam! Okay, ich hab den Fahrer ausgeschaltet, Leute. Ich muss hier hochfahren. Nein. So kann's doch nicht weitergehen, Leute. Ich will doch nicht in den Knast. Ich bin zu cool für den Knast. Ganz freikämpfen, Leute. Wow. Oh mein Gott. Die meint's komplett ernst. Okay, Leute, jetzt alles oder nichts. Wir müssen hier irgendwie noch wegkommen. Lass mal hier links abbiegen. Wir müssen das aus, dass wir ein Motorrad haben. Wir sind schnell und wendig, Leute. Wir müssen irgendwie in den Gassen rein. Oh, Leute, wünsch mir Glück. Und ausweichen hier, mein Freund. Okay, Leute, jetzt kommt gleich hier eine schöne Gerade. Hier kommen wir durch. Zack. Okay, Leute, wir sind entkommen. Zielobjekt verloren. Ich wiederhole, Zielobjekt verloren. Leute, ich glaub, ich bin entkommen. Ich bin entkommen, Leute. Mit meinem Motor bin ich easy entkommen, Leute. Let's go! Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder zurückfahren. Ich würde mal sagen, wir müssen unbedingt das Motorrad hier auftunen, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir fahren mal schnell zu Max und tunen das ganze Ding jetzt zu einem schönen Baby auf. Let's go! Okay, Leute, wir sind jetzt hier angekommen bei Max. Ich hoffe wirklich, er hat seine Werkstatt auf dem Glas. Guck mal, Leute, ich kann einfach hier durchfahren, weil ich Motorradfahrer bin. Wie cool ist das denn? So, mach mal her. Mach mal Ding hier auf, Minion. Mach mal Ding hier auf. So, Leute, wir werden das erstmal ganz jetzt hier tunen. So, bin echt gespannt, was wir hier draus kriegen können, Leute. Ich würde sagen, ihr seht das Endprodukt gleich, wenn ich fertig bin, Leute. Let's go tuning! Tada, Leute! Guckt euch mal das Motorrad an, Leute. Ey, ich sag euch, ey, das sieht baba aus, oder? Guck mal, ich habe jetzt extra die Taschen, habe ich so schwarz gemacht, damit das gut zupasst, Leute, weil ich will ein bisschen Sachen transportieren. Guckt euch mal das Innenleben an, Leute. Richtig schön sauber. Ich habe es auf blau gemacht, Leute, weil ich finde, es passt einfach besser zu meinem T-Shirt. Ich würde sagen, Leute, jetzt sind wir bereit, den Rocker in Lofty's Bar zur Rede zu stellen und erstmal ein paar auf die Schnauze zu geben, dafür, dass er Lofty's Bar weggeholt hat. Und die werden wir wiederholen und dann Lofty zu schenken. Deswegen würde ich sagen, Leute, let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt hier gleich angekommen bei dem. Oh, Leute, ich sage euch, es fühlt sich richtig gut an, so durch die Stadt zu cruisen mit dem Motorrad. So. Der Kollege wird erstmal schön was hier zu hören kriegen und schön was zwischen die Augen. Wir parken erstmal unser Motorrad hier natürlich, Leute, so wie es sich gehört. So. Also ich hoffe, ihr seid bereit. Seid ihr bereit, Leute? Jetzt geht's aufs Eingemachte. Helm ausziehen. So, hey! Sehen, Leute. Und wisst ihr was? Ist mir egal. Ich mach's eine Bahn. Wo ist der Typ? Ey, die Bar ist geschlossen, das weißt du schon, oder? Die Bar ist geschlossen. Moment mal, du kommst mir doch bekannt vor. Jo, und ich. Bist du nicht der kleine Milchbubi von letztens? Milchbubi, sagst du? Ich werde dir jetzt so eine Abreibung verpassen, dass du nie wieder wagst, ja, hier komm. Hinzukommen. Trau dich doch. Komm, trau dich. Hä? So. Jetzt kriegst du erstmal meine Schelle. Bam. 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 Bam.
So. Komm. Kriegst noch einen Schlag. Hä? Willst du meine geben? Links. Hier. Rechts. Kombination. Oh. Nochmal. Hä? Willst du noch was haben? Hä? Noch? Brauchst du Beifall? Oh, ich glaube, der ist ausgenockt. Der ist ausgenockt. So. Erstmal weg hier mit dem Typen. So. Könnt ihr erstmal hier mitkommen? Weg mit dem Schmutz, Leute. Ich sag euch so, wie es ist. So. Mein Freund. Ich würde mal sagen, wird er wach oder wird er nicht wach? So. Ey, du. Aufstehen, hab ich gesagt. Aufstehen. So, du verziehst dich jetzt von der Bar. Die Bar gehört jetzt mir. Haben wir uns verstanden? Weißt du, legst dich mit den Falschen an. Das ist dir bewusst, oder? Ach, denkst du, ich hab Angst vor euch Lost MCs? Frag mal in das Gleiche blühen. Genau das Gleiche, was Lofty passiert ist. Was ist Lofty? Du lässt meinen Freund aus dem Spiel! Hey, Leute. Ich hätte doch vorher herausfinden, was mit Lofty passiert ist. Aber das heißt auf jeden Fall, wir müssen uns um die Lost MCs kümmern. Die haben irgendwas mit Lofty verschwinden zu tun, Leute. Wenn wir hinterher sollen, dann lasst jetzt ein Like da, abonniert den Channel, Rocker aktivieren, schickt sie unter den Videobeschreibung ab. Und ich würde sagen, wir sind zur nächsten Folge, wenn Army der Rocker sich um die Lost MCs kümmert. Haut rein, Leute. Ciao.